Jo, herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, liebe Fußballfreunde, zurück zu einer weiteren Folge FIFA 18 Karriere mit dem ersten FC Kaiserslautern. Die letzte Partie gegen den Verein aus Kiel haben wir grandios mit 3:0 gewonnen und das auswärts. Ja, hier sieht man das Begegnung 0:3. Wir gehen weiter und machen nochmal ein Training, weil wir es können. Nochmal dieselbe Aufstellung wie das letzte Mal und wow, das nenne ich mal geiles Training. Dreimal A, einmal B, gut, einmal D. Super, sehr schön. Und wir gehen mal in die Tabelle. Kaiserslautern wieder auf dem ersten Platz. Gut, St. Pauli ein Spiel weniger und Braunschweig auch ein Spiel weniger. Gut, ja, ist alles noch ein bisschen durchwachsen und Düsseldorf rutscht runter auf den 17. Platz, das ist sehr schade. Nürnberg hat sich nochmal ein bisschen aufgerabbelt und hat den 14. Tabellenplatz. Na, Kiel war immerhin nof dem 7., ne? Die haben ja 3:0 kaputt gemacht. Ja, ja, gut, ja, gut, ja, ja, ja. Alde für Walde, ey. Gut, zurück. Wir gehen weiter. Wir suchen den nächsten Gegner. Und dieses Mal wird es wohl ein Heimspiel sein gegen den SV Sandhausen. Es gibt nochmal einen Bericht. Nationaltrainerposten. Ja, scheiß die anderen. Wir gehen in das Spiel und wir sehen in der Tabelle, Sandhausen ist ein vierter Platz. Das wird natürlich dann auch ein schwerer Gegner werden, denke ich mal. Oh, wir spielen auch auswärts wieder. In Sandhausen. Gut, aufstellen. Lassen wir so stehen. Und ich würde sagen. Guck mal, ein bisschen ab. Ach, dieses scheiß Kreisgeschisse da. Das ist mir zu blöd. Das ist mir so blöd. Castaner macht sich warm. In Kitze geht's los hier in Freiburg. In Freiburg ist Sandhausen. Meine Fresse. Es ist angerichtet. Sandhausen gegen den ersten FC Kaiserslautern. Sandhausen mit dem Anstoß. Ich spiele von links nach rechts. Los geht's. Drückt mir die Daumen. Angriff. Ist die beste Verteidigung, hat er gemahnt. Und gibt gleich Freistoß für Sandhausen. Da ist er mal ein bisschen mit dem Körper rein und dann gibt es gleich einen Freistoß. Ach, hilf. So, Vorsicht, Jungs. Vorsicht, aufpasse. Gibt eine Ecke. Vierte Minute Eckball für den SV Sandhausen. Vorsicht, Vorsicht! Weg damit! Achtung! Fahrt! Uiuiui. Furiose Anfangsminuten für Sandhausen. Sind doch recht druckvoll unterwegs hier. Aber wir haben in der Liga noch gar nicht so viel Tore gefangen. Ah, schade. Sehr schön aufgepasst. Leider geht der Ball zum Gegner wieder. Freiburg in der Vorwärtsbewegung. Können wir gerade noch so abfangen. Ach, da lügst du dem den Ball ab. Sehr schön dazwischen, sehr schön.
Kämpfe, Jungs, kämpfe, Jungs! Jawohl, sehr schön. Sehr viele Fehler auf beiden Seiten. Ja. Da fehlt das letzte Stückelchen Genauigkeit. Sandhausen mit einem Vormarsch. Vorsicht. Aber die Abwehr passt auf. Weiter geht's. Ja, sehr schön gemacht. Sehr schön gemacht. Kommt er noch dran? Nee, kommt er nicht mehr dran. Schade. Hat er sich den Ball zu weit vorgelegt, der Kollege. Jetzt wieder Sandhausen in der Vorwärtsbewegung. Jetzt müssen wir wieder aufpassen. Aufpassen, Jungs, aufpassen. Kommt, Junge. Albeck jetzt. Albeck jetzt. Albeck jetzt. Weiß nicht wohin. Steht keiner in der Mitte. Jetzt aber vielleicht. Ah, super gehalten. Karadzic. Super Parade gemacht. Ja, der wäre sogar drüber, glaube ich. Eckball für den ersten FC Kaiserslautern. Jetzt vielleicht mal aus dem Standard raus. Oh, ganz knapp am Tor vorbei. Ui. Abstoß in der 36. Minute für den SV Sandhausen. Aber Solfer passt auf. Da lässt er sich nicht verarschen. Nee. So macht er das nicht. Aber mit einem ungenauer Pass und schon geht es wieder zurück auf die andere Seite. Sehr schön. Albeck mit dem Ballgewinn im Mittelfeld. Moritz. Mit der Albeck. Dann wird er gefoult und es gibt Freistoß. Zu Recht. In der 43. Spielminute wird der Albeck einfach umgesetzt. Was machen wir? Ach, schade. Konter, aber es ist keiner mitgelaufen. Hä? Vorsicht, Jungs, Vorsicht. Jetzt baut sich hier doch ein bisschen Druck auf hin. Sehr schön. Seifert passt auf. Kriegt den Ball aber nicht mehr unter Kontrolle. Verliert gleich wieder im Anschluss. Und da ist die erste Halbzeit vorbei. Steht 0:0. In Sandhausen. Und ich denke, wir wechseln jetzt mal aus. Halbzeitergebnisse. Duisburg liegt zu Hause zurück gegen Nürnberg mit 0:1. St. Pauli und Ingolstadt noch 0:0. Wir wechseln aus. Und zwar Quadwo rein und nochmal Halferin für Moritz. Oder ne, hier für Seufert noch. Weiter geht's. Zweite Halbzeit kann beginnen. Jetzt ein bisschen mehr Genauigkeit ins Spiel reinbringen. Und da geht's schon wieder los. Kaum habe ich es gesagt, ist der Ball auch schon wieder weg. Aber Albeck passt auf. Sehr schön. Mitte steht er da. Kommt er noch dran? Nee, kommt er nicht mehr dran. Da wird er aber hart weggechippt, ey.
Einmal für. Ja, es fehlt der letzte Schliff heute im Spiel. Aber unsere Abwehr steht, das ist schon mal wichtig. Jetzt vielleicht nur. Fernschuss übers Tor. Sandhausen mit dem ersten Wechsel. Höller geht raus. Und Abstoß in der 64. Minute. Vorsicht, bloß kein Fehler machen, nicht, dass es wieder Elfmeter gibt hier. Ne? Das können wir jetzt nicht gebrauchen, sowas. Ach, da läuft uns aus. Ach, da war ich doch mal Kontakt in Sahne. Was pfeift er dann da? War da nur ein bisschen Körpereinsatz. Junge, 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 Junge. Kann er sich nicht durchsetzen vorne. Schade. Leute, 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 Leute. Das gibt wieder Nullnummer, ich merk's. Die tun sich doch ziemlich neutralisieren hier, die Jungs. Vielleicht nur über die Seite. Ja, schön. Jetzt vielleicht die Flanke Morei hier. Ach, schade. Müsste Ecke geben. Ja, es gibt Ecke. 79. Minute. Jetzt aber gleich mal Schuss aus der Ferne. Und das. Ach, ich dachte, jetzt wird er abgefälscht und geht ins Tor rein. Aber leider geht er ins Tor aus und es gibt Abstoß für Sandhausen. Schön verteidigt, aber es bringt nichts. Ballbesitz wieder für Sandhausen. Und Ball abgelutscht. Jetzt vielleicht eine Konterchance. Jetzt muss es schnell gehen. Jetzt muss es schnell gehen. Ja! Schuss! Ach, da hält er den. Riesenchance, Riesenkonter. Aber leider schlecht abgeschlossen. Aber es gibt immerhin einen Eckball. Jetzt vielleicht nur durch eine Standardsituation raus. Ah, schade. Weiterhin steht es 0:0. Wir schreiben die 89. Spielminute. Denke, der wird auch gleich abpfeifen. Gibt nicht viel Nachspielzeit. Da wird umgesetzt. Jetzt ist da ein bisschen Platz hier auf der Bahn. Ja! Oh, schade. Das wäre es gewesen, alle letzte Sekunde. Aber da ist auch schon der Schlusspfiff. Wir spielen in Sandhausen 0:0. Eine glatte Nullnummer. Kein schönes Spiel, aber naja, was will man erwarten? So Spiele gibt es auch. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da oder. Wenn ihr neu seid auf dem Kanal, ein Abo, ich würde mich sehr freuen. Und ja, ich denke, wir sehen uns im nächsten Spiel. Und ich sage bis dahin mal ciao und tschüss, euer Chris. Macht's gut.